creepy near camera. Okay, lassen wir das. Thema gesunde Ernährung, wie immer. Nee, aber das spezielle Thema oder das Unterthema dazu ist, gesunde Ernährung muss nicht schwierig sein. Und das ist so eine krasse Sache, die allgemein noch auf die gesamte Menschheit und die Matrix, in der wir leben, bezogen ist. Und zwar die Sache, diese No Pain, No Gain Sache, diese Sache, man muss sich anstrengen, um irgendwas zu erreichen, man muss erstmal durch irgendeine Anstrengung gehen, um halt vorwärts zu kommen. Diese Illusion diese zeitliche Illusion und diese progressive Illusion im Prinzip einfach, aber in erster Linie, wenn einem das noch zu fremd erscheint, in erster Linie einfach diese Sache, dass man denkt, man müsste sich irgendwie einschränken oder durch irgendein Leid gehen, damit man irgendwas Positives erreicht, dieses duale oder Dualitätsdenken, und das ist eigentlich im Prinzip grundlegend falsch. Im Prinzip ist nichts falsch, aber es ist nicht nötig, sage ich mal, wenn man es nicht haben möchte. Und jetzt speziell zur gesunden Ernährung ist es so, dass es wie viele andere Sachen auch einfach nur eine Gewohnheitssache ist. Und das sage ich nicht irgendwie, um das als ganz einfach darzustellen, aus irgendwelchen Hintergedanken heraus, sondern weil ich die Erfahrung jetzt auch immer mache und jetzt durch diese Phase auch wieder immer mache. Und zwar will ich jetzt auch ganz speziell und logisch auf den Punkt gebracht ansprechen, was dahinter steckt, speziell bei Ernährung und wie die Mechanismen einfach ablaufen. Das sind halt Mechanismen, und wenn man die kennt und auch weiß, wie man damit umgeht, dann hat das nichts mit Anstrengung zu tun. Es kommt wirklich nur darauf an, das richtige Wissen anzuwenden und sonst nichts, in erster Linie zumindest. Und aber wir sind halt alle so stark programmiert durch diese Matrix auch, dieses Leistungsdenken und dieses Denken nur durch halt No Pain, No Gain, nur durch Schmerz kann man irgendwie weiterkommen und so weiter. Dadurch können wir es halt gar nicht glauben, dass die besten Dinge eigentlich die einfachsten sind. Und bei der Ernährung ist es so, dass wenn man darauf achtet, dass die Ernährung basisch ist oder basenüberschüssig ist und stärkearm ist, also schleimarm insgesamt. Das ist insbesondere auf Tierprodukte und Stärke zu beziehen, aber auch noch auf ein paar andere Dinge. Wenn das beachtet wird, und da geht es halt nur darum, wirklich darum, vorhandene Dinge zu ersetzen durch Dinge, die genauso gut sättigen und genauso gut schmecken, wie zum Beispiel Getreide durch gebackene Kartoffeln, um mal ein Beispiel zu nennen, dann hat man direkt eine schleimarme Sache und eine überwiegend basisch wirkende Sache. Und wenn man das halt konsequent macht und automatisch einfach den Obst- und Gemüseanteil erhöht, ob gedünstet oder roh, spielt erstmal eine untergeordnete Rolle. Und das schmeckt ja eigentlich auch sehr gut. Besonders Früchte ist eigentlich das, was den Menschen am meisten schmeckt. Nur das Problem ist, in Deutschland haben wir so übel schlechte Fruchtqualität. Wenn, holt euch dann erstmal am Anfang halt so ein paar exotische Früchte. Das ist dann eventuell schmackhafter. Also Mango, Banane, Papaya, Wassermelone. Sowas zum Beispiel. Ja, und wenn man das dann halt eine gewisse Zeit lang macht und sich halt trotzdem immer satt isst und ist sogar eine Bereicherung für einen, die Veganer werden das unter euch auch kennen, in Bezug zum Fleischessertum, dass die vegane Ernährung eine totale Bereicherung war, und eine gesunde vegane Ernährung, wie ich sie jetzt bezeichne, ist auch nochmal eine Bereicherung, also richtig krasse, und ist halt wirklich nicht schwer. Und wenn man das halt, wie gesagt, beachtet, dann greift jetzt ein Mechanismus. Im Prinzip befinden sich fast alle Menschen oder eigentlich alle Menschen in einem Teufelskreis, in einem Mechanismus, der darauf beruht, dass der Hunger vom Essen selbst kommt und man ständig in einer Hungerheilkrise ist. Hunger ist nichts anderes als eine Krankheit. Und man versucht halt die ganze Zeit durch wieder und wieder und wieder Essen
die Hungerheilkrise, die Hungerkrankheit wieder zu stoppen. Das ist dieses Symptomatikdenken und deswegen entsteht da halt ein ewiger Teufelskreis. Und wie es mit Teufelskreisen so ist, wenn man den einmal durchbrochen hat, dann ist es im Prinzip es einfach. Also das ist eigentlich so eine Schwarz-Weiß-Geschichte wirklich. Das ist halt nicht, ich muss jetzt 100 Jahre lang arbeiten, bis ich da irgendwie rauskomme, sondern das Krasse ist, dass das halt wirklich ziemlich simpel ist. Und das dann auch relativ dauerhaft geschehen kann, weil dann auch gewisse, ja, diese Mechanismen erstmal dauerhaft ausgeschaltet sind. Und das ist halt so, bei säurebildender Nahrung ist es so, dass der Körper immer versucht, den Körper alkalisch zu halten und er braucht dafür Mineralstoffe und wenn er halt die ganze Zeit säurebildende Nahrung bekommt, was auch die meisten Veganer halt so zu sich nehmen, halt Nudeln, Tofu, fertig, Gerichte, Reis, Brot, all das, was für den Körper eigentlich Müll ist und womit nicht viel anfangen kann. Und halt sehr, sehr stark säurebildend ist, auch besonders diese ganzen Ersatzprodukte und so weiter. Und auch Senf, Brennweinessig, Zucker, was halt überall drin ist und Salz und sowas, das ist alles richtig krass. Und es erzeugt halt richtig krassen Hunger. Weil aber der Körper nicht genug alkalische, mineralische Stoffe bekommt, um das auszugleichen, abzupuffern, weil die meisten auch viel zu wenig Obst und Gemüse essen, dann wird das vom Körper selber rausgezogen, von den Knochen, von der Substanz einfach, auch von den Haaren, Stichwort auch Haarausfall bei Männern. Und dadurch entsteht halt der Hunger, weil der Körper generiert diesen Hunger dann, weil er eigentlich, ja, weil er die Entgiftung halt wieder kurzzeitig stoppen will, aber auch weil halt der Körper nach Mineralstoffen lechzt, also richtig auf dem Zahnfleisch. Und was machen wir? Wir denken, wir haben Hunger, essen ist einfach wieder was, essen aber dann wieder was Säurebildendes, dann geht der Teufelskreis einfach ewig weiter und man denkt halt, ich komme da halt nie raus, weil man einfach nicht dieses Wissen hat und auch wenn man dieses Wissen eventuell hat, die meisten würden das gar nicht glauben, dass das halt so einfach ist aufgrund dieser gesellschaftlichen Programmierung, dieser Matrix. Das ist halt so diese Grundproblematik, warum die meisten Menschen auch noch nicht da rauskommen. Obwohl es halt einfach ist eigentlich. Und ja, das denken halt auch die meisten Menschen, weil wenn das halt einfach wäre, würden das ja alle machen. Aber genau weil ja alle Menschen denken, dass das ja alle machen würden, wenn es einfach wäre und deswegen ja nicht machen. Genau deswegen machen sie alle nicht, wenn ihr das verstanden habt. Und wenn ihr das nicht verstanden habt, bitte nochmal anhören. Das ist eigentlich eine richtig, richtig krasse Geschichte, die auf vieles ja, vieles anzuwenden ist. Ist leider richtig krass, obwohl es einfach ist. Ja, also durch diese säurebildende Nahrung wird der Hunger wieder erzeugt oder der Körper nach Mineralstoffen lechzt und wenn du das noch nicht mehr minimieren könntest, ist einfach der Trick maximieren von Mineralstoffen. Grüner Smoothie, Karottensaft, beides essentiell und, oder nicht essentiell, sondern die effektivste und einfachste, beste und schnellste Methode. Karottensaft, grüne Smoothies allgemein, grüne Salate, Wildkräuter, auch gedünstetes Gemüse, Brokkoli und so weiter, dunkelgrünes Blattgemüse, Allgemeingemüse, frisches Obst. So, das sind die Sachen. Das erhöhen, alles andere besser minimieren oder ersetzen durch Kartoffeln zum Beispiel. Tierprodukte sowieso stark minimieren. Und wenn man dann halt in einen Basenüberschuss kommt, was man damit ziemlich schnell kommt, dann vermindert sich der Hunger am gleichen Tag schon, das kann ich euch garantieren, durch einen grünen Smoothie auch zum Beispiel. Am selben Tag ist der Hunger schon deutlich weniger und wenn man das dann halt weiter durchführt, ein paar Tage oder mal eine Woche oder ein paar Tage bis zu einer Woche, dann ist der Hunger immer weniger. Man merkt auch automatisch, dass man eigentlich gar keinen Hunger hat, sondern dass das einfach nur diese Überlagerung ist, dieses Symptom bekämpfen, dieser Hungerkrankheit. Ja, und wenn das halt immer so weniger ist und weniger wird, man kann auch trotzdem noch diese säurebildende Nahrung zu sich nehmen, solange man in einen Basenüberschuss kommt, oder zumindest ist erstmal das Ziel, mehr Basen in den Körper reinzukriegen, muss noch nicht mal direkt ein Überschuss sein. Dann minimiert sich das alles von alleine, ohne irgendwelche Anstrengungen. Das ist das Geniale daran. Und deswegen ist gesunde Ernährung, beziehungsweise muss gesunde Ernährung nicht schwierig sein, wenn man das richtige Bewusstsein dafür hat, dazu hat. Und das richtige Wissen. Ja. Und ein grüner Smoothie ist einfach Bananen reinhauen,
Grünzeug reinhauen, Wasser mixen, fertig ist die Mahlzeit. Und dann kann man auch nicht sagen, man kann auch nicht sagen, dass das zu teuer wäre. Man kann auch nicht sagen, dass das irgendwie zu schwierig wäre. Es gibt einfach keine, ja, weiß ich auch nicht. Das Problem ist halt nur, dass die meisten der ganzen Sache halt nicht trauen und dann das erst gar nicht ausprobieren, weil dann denken, die würden ihre Zeit damit verschwenden. Aber ich kann es wirklich nur sehr, sehr stark empfehlen, es auszuprobieren. Die andere Sache ist neben der säurebildenden Nahrung die schleimbildende Nahrung und insbesondere halt Stärke und Tierprodukte. Und wenn wir jetzt schon eine vegane Ernährung haben, die halt nicht ausreicht, weil die meisten halt wirklich immer noch sehr stark ungesunde Nahrung zu sich nehmen, ohne es sich vielleicht bewusst zu sein. Da ist es so bei der schleimbildenden Nahrung, dass dadurch dann auch wieder ein Hunger generiert wird. Und der Schleim halt, der Körper kommt halt nicht schnell genug hinterher, besonders weil die meisten Körper auch blockiert sind und der Geist auch blockiert ist. Die kommen dann einfach nicht hinterher, diesen Schleim wieder rauszureinigen. Bevor er wieder rausgereinigt ist, isst man dann wieder und so weiter. Und diese Entgiftung dieses Schleims, wenn der Körper mal wirklich Zeit hat, da rauszuputzen, was er halt bekommt, wenn da ein Basen überschüssig ist, dann bekommt er Werkzeuge, um das effizienter rauszutragen. Auch zum Beispiel das Chlorophyll in Grünzeug, aber ich will es nicht zu komplex jetzt hier machen. Aber auch dadurch, dass man insgesamt weniger Hunger hat und dadurch weniger reinstopft, dann hat der Körper halt mehr Ressourcen, um sich zu reinigen. Bei dieser ständigen Entgiftung des Schleims entsteht halt auch wieder eine unangenehme Situation für den Körper, denn der Körper ist immer danach bestrebt, auch der Geist, den möglichst einfachen Weg zu gehen, also wieder irgendwas reinstopfen, wenn man die Hungerkrankheit erlebt. Und durch diesen Schleim, weil das halt auch wieder entgiftet werden muss und Entgiftung immer Hunger erzeugt, wie ich es halt jetzt gerade eben erklärt hatte, wie der Mechanismus da funktioniert, ist es halt so, dass schleimbildende Nahrung auch wieder Hunger erzeugt und einen auch in diesen Teufelskreis lässt. Deswegen halt, wie gesagt, ich hab ja geschildert, was man da mehr reinbringen kann in der Ernährung, was man halt mehr ersetzen kann durch Gleiches, was gleichsättigt, was gleich gut schmeckt. In erster Linie halt wirklich Kartoffeln, Süßkartoffeln, stärkefreies Wurzelgemüse, stärkefreies Kohlgemüse, stärkefreies irgendwas Gemüse. Oder Getreide muss man auch nicht erst ganz ersetzen, man reduziert es einfach, sollte idealerweise eine Beilage sein. Und das dann halt mal mit viel Obst und frischem Gemüse, Karottensaft kann ich auch sehr stark empfehlen. Das dann mal ein paar Tage ausprobieren und halt gucken, wie sich das von alleine alles einringt. Und dadurch wird man dann auch irgendwann überzeugt davon, dass das funktioniert. Macht es dann weiterhin einfach so nebenbei, weil das halt auch nicht sonderlich anstrengend ist. Und nach ein paar Wochen bis Monaten ist man größtenteils von dem Schlimmsten befreit und einem geht es deutlich besser. So funktioniert gesunde Ernährung. So einfach ist das. Nur für die meisten wirkt es halt nicht einfach oder glauben nicht daran, dass es das so einfach sein kann. Ich kann euch aber sagen, dass es so ist. Die Erkenntnis habe ich jetzt auch erst danach, oder die Erkenntnis habe ich jetzt auch erst danach erhalten, nachdem ich alles auch so total anstrengend angegangen bin. Aber man kann halt nicht alles perfekt machen direkt. Man muss auch mal den Weg gehen. Und daraus lernt man dann halt. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch helfen, dabei eure Ernährung umzustellen. Das ist, wie gesagt, halt nicht.